Die 20 besten Torhüter in Europa 2023-24. Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, welcher Torwart hatte die meisten zu Null Spiele 23-24, die Top 20? Auf Platz 16 haben wir Herrera von Osasuna, La Liga. Herrera hat 32 Spiele gehabt in der La Liga, 10 Mal zu Null gespielt, das heißt eine Zu-Null-Quote von 31,3%. So geht's weiter zu Platz 15. Ja, André Lunin von Real Madrid. Lunin hat 21 Spiele in der Liga gehabt, 10 Mal zu Null gespielt. Eine Zu-Null-Quote von 47,6%. Dann geht's auch gleich weiter zum nächsten Torwart. Platz 14. Ja, David Soria, FC Getafe, La Liga. Er hat 38 Spiele, 11 Spiele zu 0 von Soria, eine zu 0 Quote von 28,9%. So, dann geht's weiter. Auf Platz 13 haben wir, ja, Alexander Nübel aus der Bundesliga, VfB Stuttgart. Nübel hat 30 Spiele absolviert, 11 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 36,7%. Super Leistung von Nübel und den Stuttgartern. Auf Platz 12, ja, Mike Maignan vom AC Mailand. Maignan hat 29 Spiele in der Serie A, 11 Mal zu 0 gespielt, 37,9% seine zu 0 Quote. Auch ebenfalls super Leistung. So, auf Platz 11 haben wir Paulo Canzaniga von Girona, La Liga. Canzaniga hat 38 Spiele absolviert, 12 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 31,6%. So, jetzt kommen wir in die Top 10. Auf Platz 10 haben wir ja Jordan Pickford vom FC Everton, Premier League. Pickford hat 38 Spiele gehabt, 13 Mal zu 0, eine zu 0 Quote von 34,2%. So, dann geht's weiter. Ebenfalls auf Platz 10, ja, Jan Oblak, Atletico Madrid aus der La Liga. Oblak hat 38 Spiele absolviert, 13 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 34,2%. So, dann geht weiter mit Platz 9. Ja, Mamard Dashvili vom FC Valencia. Er hat 37 Spiele absolviert, 13 Mal zu 0 gespielt und hat eine zu 0 Quote von 35,1%. So, dann geht's weiter. Ebenfalls auf Platz 9. Ja, Stoll Dimitrivski von Rayo Vallecano, La Liga. Dimitrivski hat 37 Spiele, 13 Mal zu 0 gespielt. Eine zu 0 Quote von 35,1%. So, dann geht's weiter. Auf Platz 8 der besten Torhüter Europas. Ja, Ederson von Manchester City. Ederson hat 33 Spiele in der Premier League, 13 Mal zu 0 gespielt. Eine zu 0 Quote von 39,4%. So, auf Platz 7 haben wir jetzt ja Lukas Skorupski vom FC Bologna, Serie A. Skorupski hat 32 Spiele in der Serie A, 13 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 40,6%. So, wen haben wir denn auf Platz 6? Da haben wir ja Michele Di Gregorio von Monza. Gregorio hat 33 Spiele in der Serie A, 14 Mal zu 0 gespielt, das macht eine zu 0 Quote von 42,4%. Super Leistung. So, Top 5. Auf Platz 5, ja, Lukas Radecki, neuer deutscher Meister mit Bayer Leverkusen aus der Bundesliga. Radecki hat 33 Spiele, 15 Mal zu 0 gespielt, das macht eine zu 0 Quote von 45,5%. So, liebe Fußballfreunde, auf Platz 4, ja, Marc-André Ter Stegen vom FC Barcelona. Ter Stegen hat 28 Spiele absolviert, 15 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 53,6%. So, die Top 3. Auf Platz 3 Alex Remiro, ja, von Real Sociedad. Remiro hat 37 Spiele, 16 Mal zu 0 gespielt, 43,2% seine zu 0 Quote. Super. So, auf Platz 2 haben wir ja Unai Simon von Atletico Bilbao. Simon hat 36 Spiele, 18 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 50%. Mega Leistung von Simon.
So, dann geht's weiter. Ebenfalls auf Platz 2, ja, Milinkovic-Savic vom FC Turin, Serie A. Savic hat 36 Spiele, 18 Mal zu 0 gespielt. Eine zu 0 Quote von 50% für Savic, Serie A. Ja, ebenfalls auf Platz 2, ja, David Rea vom Arsenal London, Premier League. Rea hat 32 Spiele, 16 Mal zu 0 gespielt. Das macht eine zu 0 Quote von 50%. Rea auf Platz 2. So, auf Platz 1 haben wir, ja, Jan Sommer, Inter Mailand. Jan Sommer hat 34 Spiele absolviert in der Serie A, 19 Mal zu 0 gespielt, eine zu 0 Quote von 55,9%. Der beste Torwart in Europa, Jan Sommer. Ja, liebe Fußballfreunde, wer ist für euch der beste Torwart Europas gewesen? Schreib es in die Kommentare. Hat's dir Spaß gemacht, dann danke ich dir für ein Abo und für ein Like für Werners Fußballecke. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Also dann, wir sehen uns. Tschüss.